Hallöchen zusammen und herzlich willkommen bei Let's Play Clash of Clans. Ja, mittlerweile ist eine kurze Zeit wieder vergangen, um genau zu sein. Ich glaube, 3 Tage sind mittlerweile wieder vergangen. Und ja, wir waren ja beim letzten Mal so verblieben, dass ich euch noch den Ausgang von dem letzten Clanmode zeige. Wir sind gerade bereits im nächsten, der in 2 Stunden beginnt. Ja, unser letzter Clanmode. Oh, ich sehe gerade, Samhu ist auch in Pokalliga gekommen. Das ist ja geil. Glückwunsch, Max. Oder Samhu. Ja, und zwar unser letzter Clan, wo hier, den haben wir gewonnen, 59 zu 52. Und ja, am Anfang war das überhaupt nicht klar, wie sieht das jetzt hier aus. Und ihr seht schon direkt hier unter Platz 1 und 2 ist nicht besiegt worden, ist angegriffen worden von der Nummer 1 jeweils. Die Nummer 1 hat jeweils gefailt. Wenn ich jetzt die Kriegsereignisse angucke, dann seht ihr auch, okay, da hier haben sie öfters nochmal gefailt und wir haben verteidigt. Da wieder, also da hat die 3 nochmal angegriffen, da hat die 1 mich nochmal angegriffen, zum Beispiel AVV wurde angegriffen, der obere wurde angegriffen, Legostein wurde angegriffen und wir haben alle ganz gut verteidigt gegen so Lavalunien-Strategien von denen. Ja, und deswegen ist es am Ende darauf hinausgelaufen, dass wir hier gewonnen haben, da wir die Rathaus 9er ganz gut besiegt haben und hier auch noch ein paar Mal 3 Sterne geholt haben. Der Legostein hat hier 3 Sterne geholt. Den Angriff zeige ich euch nochmal ganz kurz hier. Das war ein relativ cooler Angriff auf ein Rathaus Neuendorf. Das hatte ganz gute Def, aber relativ schwache Mauern und der Legostein greift hier mit 2 Golems an, ein paar Magiern dahinter. Und jetzt hat er das Besondere, er hat hier unten, er hat Packers. Er hat, glaube ich, einen Packer in der Clanburg und einen Packer nimmt er selbst mit, also mit 2 Packern greift er an. Und hat dann noch 4 Schweinereiter und 4 Luftballons, um hier hinten die Verteidigungsanlagen zu cleanen im Nachhinein. Ja, das läuft hier quasi einfach so durch. Ich meine, seht ihr selbst. Der Heilzauber da bei den Clanburg-Truppen, der Sprungzauber dann, um in die Mitte zu kommen. Und dann hat er hier die Magier und die Pekkas und alles rennt hier in die Mitte. Hat er richtig schön den Gang gebastelt. Alles läuft da aufs Rathaus drauf zu. Und in dem Moment fängt er jetzt hier an, außen zu cleanen. Verteidigungsanlagen sind abgelenkt. Und die Schweinereiter machen hier ganz genüsslich den Bogenschützenturm kaputt. Der ist gefallen. Die Sprungfalle hat die Schweine nicht weggeschleudert. Da setzt er die nächsten Schweine, wenn die Verteidigungsanlagen abgelenkt sind und die Ballons auch immer im Zweier-Drop. Die machen die Verteidigungsanlage direkt kaputt, hier auf dem Bogenschützenturm noch. Und weil das alles abgelenkt ist von dem Golem hier in der Mitte und von dem König, können die Schweine da zusammen mit den Golems ganz in Ruhe und gemütlich hier die Außenverteidigungsanlagen noch mitcleanen und haben somit gut dazu beigetragen, dass hier, ja, dass das jetzt so gekommen ist. Der eine Schweinereiter löst da gerade sogar noch die Riesenbombe aus. Also selbst da gibt es keine Truppen und der König ist hier noch am Leben. Die Queen hat noch die Spezialfähigkeit. Die setzt der Legostein gar nicht ein, weil er es überhaupt gar nicht gebraucht hat. Also so viel Leben hat die Queen noch. Das im besseren Fall kann man fast gar nicht haben. Also im besten Fall hat die Queen noch am Ende volles Leben. Dann hat man wirklich alle Truppen toll gesetzt und die Verteidigungsanlagen gut abgelenkt von der Königin. Und ja, dann kommen da hier schöne 3 Sterne bei raus. Also wirklich eine coole Sache. Da auch nochmal Glückwunsch zu diesem sehr schönen Angriff. Solche Angriffe, die helfen uns dann echt immer wieder, die Clanmuster noch zu gewinnen. Genauso wie es hilft, dass wir ganz oben die 10er zu 2 Sternen plätten. Wenn das mal nicht klappt, so wie der Gegner es hier gemacht hat, dann sieht das auch immer sehr knapp aus. Wobei der Gegner hier unsere Dörfer auch ganz gut noch zu 3 Sternen platt gemacht hat, aber eben auch dafür bei manchen nur 1 Stern geholt hat hier. Ja. Unser neuer Gegner ist festgelegt. Das ist schon eine ziemliche Wucht. Wir haben hier 4 Rathaus-Szene. Und unser Bester hier, zeige ich euch mal ganz kurz. Unser bester Rathaus-Szener hat hier ganz tolle Truppen und Level 5er Zau und ganz tolle Zauber. Level 20er Helden. Ja, und die gegnerische Nummer 1 hat einfach mal auch alle super Zauber, aber eine 40er Queen und ein 35er King. Also, was das schon wieder soll da, warum wir so starke Gegner bekommen, weiß keiner. Wahrscheinlich möchte Supercell uns hier eine kleine Herausforderung geben. Also haben ein paar mehr Kriege gewonnen. Gut, das heißt nicht unbedingt viel, sind auch ein Level 5 Clan, aber Leute, hier schaut euch das an. 6 Rathaus-Szener, ne? 6 Rathaus-Szener haben die einfach mal. Und selbst der schlechteste Rathaus-Szener von denen sieht einfach mal so aus. Also da guckt ihr euch um, weißt du, das ist der schlechteste Rathaus-Szener von denen. Das ist so einer, der hat Rathaus 9 Def so ziemlich und Inferno-Türme. Aber deren Nummer 5 schon, weißt du, schon hier Level 2er Infernos, ne? Und dann so ein Dorf. Also, warum die da so einen Mist machen, das kann man nicht ganz verstehen. Hier unser schlechtester Rathaus-Szener, um das mal zu sehen, ne? Hat hier Level 2 Infernos und Rathaus 9er Def.
Ja. Von deren Besten wollen wir erstmal gar nicht sprechen hier. Nur damit ihr das mal seht, wie krass das hier ist. Da ist schon alles andere fast unwichtig. Das ist hier Maxed Out, Rathaus, Zehndorf. Wirklich Maxed Out. Fast auch, der King ist Maxed Out. Und dann wäre es komplett Maxed Out, bis auf die Mauern natürlich. Aber die Mauern kann man jetzt auch nicht so sehr werten. Vor allem, wenn ihr nur unsere Nummer 1 jetzt mal anguckt. Ja. Hier, von wegen Maxed Out. Ich meine, gut, die Bogenschützentür ist schon ziemlich Maxed Out, bis auf die Luftabwehr hier. Also ja, schon ganz schön krasse Sache hier, wie schnell das ganze Ding Maxed Out geworden ist. Der ist ungefähr zur selben Stufe wie ich Rathaus 10 geworden, also ich glaube ein bisschen eher. Also Junge, 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 so schnell bin ich jetzt auch nicht. Hier nochmal Weindorf. Auch wenn es mal ein kleines Fake-Dorf ist. So. Das werde ich wahrscheinlich nicht drin lassen, aber. Ich habe es schon mal ausprobiert, das Dorf ist leider nicht ganz so gut. Erfüllt aber auch seine Funktion, also mehr als 2 Sterne kriegen die da definitiv nicht. Ja, und ich wollte euch auch nochmal hier so einen kleinen Angriff auf mein Dorf zeigen, um euch einfach mal zu zeigen, wie stark das ist, wie gut man verteidigen kann. Hier seht ihr schon, 42% hat der Gute geholt und 25 Pokale habe ich dafür bekommen. Der hat mit 5 Golems angegriffen und 16 Magiern, 4 Hexen, 20er Helden und kompletten Zaubern, 2 Sprungzauber und so weiter. Der hat einen richtig geilen GoWP-Angriff auf mich vorgehabt, ja. Also GoWV-Angriff heißt es in dem Moment, ja. Ja, und damit ihr das Ganze hier mal seht, also mein Dorf ist eigentlich gar nicht so stark. Zumindest hätte der locker 2 Sterne holen können, wenn das richtig gemacht hätte. Aber der hatte ein großes Problem und das seht ihr jetzt. Wie krass das einfach ist. Ich hab mich echt umgeguckt und habe gedacht, boah, scheiße, ey, ich hätte nie gedacht, dass das so gut im Defen ist. Also, das ist echt, ich habe hier gleich in der Klammerburg, da kommt gleich was Besonderes raus. Und ich hätte nicht gedacht, dass der so geil im Defen ist. Also, es ist wirklich der Oberhammer. Hier, jetzt freest er hier schon mal den ersten Inferno und den X-Bogen und die Golems da zerstören auch alles. Der hat da wirklich jetzt seine 5 Golems in der Mitte, die lenken wirklich das ganze Feuer ab. Das ist, wir sind jetzt mal nach außen gelaufen, der freest da den zweiten Inferno. Ja, und jetzt seht ihr schon, was da ist. Da ist ein Pekka Level 4 und der Pekka, der macht ja den Golem kaputt. Ja, und der stürzt sich danach noch auf den König hier. Puff, König kaputt, ja, seht ihr das? Wie krass das einfach ist. Der Pekka, der überlebt hier bis zum Ende, ja. Den hatte ich danach noch wieder in der Klammerburg drin. Ich bin wieder da gewesen. Und der Pekka, der war immer noch in der Klammerburg. Wieder volles Leben. Der war einfach. Das ist einfach ein Pekka, Leute. Also ein Pekka. Und wenn ihr dann Pekka Level 5 in der Klammerburg habt. Heidewitzka. Ich meine, im Clan War kann man das nicht gebrauchen. Das liegt einfach daran, dass man im Clan War. Da können die Leute ja vorher einmal gucken. Da kann einer angreifen und sieht, oh, da hat ein Pekka da drin. Und dann greift der Nestor an und sagt, ah, der hat ja einen Pekka da drin, den lock ich raus. Und dann kill ich den eben mit was weiß ich, ein paar Magiern und ein paar Barbaren vorneweg. Der Pekka geht auf die Barbaren. Ja, und, aber hier, ja, in eurem normalen Dorf, und ihr seht ja, ich bin jetzt auch in der Champions League. Also, wenn ihr den im normalen Dorf drin habt, dann ist das so unerwartet und dann zermetzelt der Pekka einfach, gerade so starke Truppen. Also der macht einen Hit und dann sind er erstmal 300, 400 Lebenspunkte weg. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Schaden der Pekka jetzt macht. Also das ist echt, ja, eine ziemlich coole Sache gewesen. Und deswegen, ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen, ne? Ja, der nächste Clan War beginnt in Kürze, in 2 Stunden 17 Minuten. Mal schauen, ob ich euch ein paar Live-Angriffe zeigen kann. Vielleicht schauen wir uns danach einfach mal ein paar schöne 3-Sterne-Angriffe an, vielleicht ein paar Rathaus-10er-Angriffe. Schreibt einfach, was ihr am liebsten so sehen wollt. Ansonsten schaue ich mal, was ich so zusammenbastel für euch. Schreibt es gerne in die Kommentare. Jo, jo und ja, ihr seht ja jetzt, ich bin hier in der Champions League angelangt. Letztens waren wir hier noch auf dem Weg Richtung Champions League, Meisterliga. Ihr seht hier, das ist auch schon ziemlich krass. Ich bin hier auf Platz 68 mit meinen paar 3200 und ein bisschen Pokalen. Hier der erste bei mir in der Reihenfolge hier hat 4600. Ich meine, das ist ja nicht der beste, aber ich glaube, die Champions League ist dann auch so leicht unterteilt. Also ich weiß nicht genau, der Top of Japan. Ist ja auch einfach mal in so einem top-japanischen Plan drin, ne? Ist ja klar. Ja. Auf jeden Fall mal schauen, wie wir das hier so machen. Und ich werde hier erstmal noch ein bisschen weiterfarmen. Und ja, zum Abschluss zeige ich euch noch so einen kleinen Angriff. Auch wenn die alle nicht ganz so mega prächtig verlaufen. Aber ich zeige euch mal hier so, wie das mit den Ballons läuft so. Ich zeige euch einfach mal den hier. Zufällig. Jo. Ach, der hatte sogar sein Rathaus draußen stehen, sonst hätte ich den wahrscheinlich gar nicht angegriffen. Ja.
Da sieht er schon, okay, erstmal hier schön Rathaus. Und dann habe ich gedacht, ach komm, weißt du, da hat er so viele Rohstoffe drin, da probiere ich doch mal was aus. Hier so ein bisschen mit den Luftballons bin ich gerade am Testen, dass man da so ein bisschen hier ausprobiert, die Luftverteidigung platt zu machen und dann mit den Lakaien dahinter schön aufzuräumen. Ja, hier aber dieser Luftfeger zum Beispiel, boah, ist das ein scheiß nerviges Kackteil, ey. Bei den Ballons, ne, da achte ich da immer ja nicht drauf, weil eigentlich bin ich nicht so ein Ballonfreak. Aber der pustet die ganze Zeit die scheiß Ballons weg. Da habe ich mich echt umgeguckt, so eine Scheiße. Und die, ja, das hat es nicht so gelaufen. Also eigentlich wollte ich die 50% auch noch holen und hier so ein paar Rohstoffe drin absahen. Und dann wurde auch noch meine Queen anvisiert, ja. Weißt du, als ob der König nichts Besseres zu tun hat, um nach vorne zu laufen, greift dieser blöde X-Bogen einfach die Queen an. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, komm, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ich habe die meisten Rohstoffe bekommen, mein blöder König ist da auf die Queen gegangen, ja. Ist gut, hast das meiste rausgeholt, was du so schaffen konntest. Kein Dunkles bekommen oder sowas. Dafür hast du einfach so schlechte Truppen gehabt. Ja, so mit den Ballons ist das so, ist nicht so eine einfache Sache. Ihr seht, ich habe hier schon die nächsten Ballons und ein paar Truppen hier zum Spenden bereit. Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Und weiterhin wünsche ich euch viel Spaß mit Clash of Clans. Und wenn euch das alles gefallen hat und ihr mehr Videos sehen wollt oder mal irgendwas Spezielles noch zu mir oder so weiter, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr sehen wollt, wie das in der Champions Liga jetzt hier weitergeht, ich werde noch ein bisschen da bleiben, dann schreibt das auch gerne. Und von daher wünsche ich euch noch viel Spaß heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.